Der Podcast für Pädagogen, Labertaschen und andere Verrückte mit Juju und JK. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorsicht, Förderschule. Heute wieder mit Juju und JK. Wie wir auch immer den gleichen Spruch zum Anfang machen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, aber du weißt, gefangen in einer Struktur oder Struktur, die Sicherheit gibt, was hat auch vielleicht einen gewissen Wiedererkennungswert, weißt du? Auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja auch feste Rituale haben. Ich glaube, wir haben so schon einen festen Wiedererkennungswert, oder? Na sichi. Wie geht's dir, Juju? Mir geht's gut. Das freut mich sehr. Blendend. Blendend. Die Krankheit ist besiegt. Ja, wuhu. Vielleicht ein bisschen Schnuppi noch, aber du. Das Schlimmste ist vorbei. Du nimmst kein Antibiotikum mehr. Du bist wieder voll am Start. Ich bin wieder clean. Jetzt muss ich mein Immunsystem wieder stärken. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. So, dann besser als nächstes Thema vielleicht so Juju und JKs Gesundheitstipps. Ja, so Pseudodoktor. Ja, richtig gut. Einfach irgendwelche wilden Theorien und Praktiken erzählen. Quelle Google. Ja. Hashtag kannst du googeln. Kannst du googeln. So, unsere neue Folge geht um? Handelt sich um Träume. Träume sind Schäume, bade darin. Oh, Ich dachte, ich fange mal mit so einem fancy Spruch an. So ein Türöffner, so ein kleiner? Ja. Also wir meinen jetzt nicht die Träume, die man so im Leben hat, sondern die Träume, die nachts in unsere kleinen Köpfchen in sich schleichen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es super schwierig ist, einem Kind zu erklären, was ein Traum ist? Ja, habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe das tatsächlich schon mal versucht und ich glaube, das hat gar nicht so gut funktioniert. Ja. Als Lenny kleiner war und dann irgendwie wach geworden ist und dann habe ich gedacht, Mensch, hattest du einen komischen Traum? Mhm. Und dann, Mama, was ist ein Traum? Wie hast du das erklärt? So. Weißt du das noch? Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass wenn man schläft und dann manchmal sind ja so nur kleine Geschichten im Kopf und man denkt vielleicht, dass es wahr ist, aber es ist halt nicht wahr, sondern nur eine Fantasie. Und da dachte ich mir, verdammt, das ist, glaube ich, schon wieder viel zu kompliziert erklärt. Aber erklär mal jemand, der es nicht weiß, was ein Traum ist. Ja, das ist knifflig. Also, ja, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, auch sagen, kleine Geschichten in deinem Kopf. Also, ich meine, du brauchst ja den Kindern jetzt nicht erklären, wenn dein Körper zur Ruhe kommt und schläft, dann verarbeitest du die Sachen, die am Tag passiert sind. Richtig. Das ist jetzt auch nicht so verbildlich dargestellt, aber ja, das ist wirklich eine krasse Frage. Siehst du? Gut, Juju, gut. Ja, also Träume. Träumst du viel? Im Moment nicht. Im Moment träume ich. Hast du ruhige Nächte? Ich habe im Moment ruhige Nächte. Also ruhige Traumnächte? Ruhige Traumnächte. Man träumt ja jede Nacht, aber man kann sich nicht daran erinnern. Und im Moment kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich geträumt hätte. Also ich bin ein Vielträumer. Ich weiß. Ich bin ein Chaotenträumer und wahrscheinlich bräuchte ich mal so einen Traumexperten, der mir erklärt, was all meine Träume so zu bedeuten haben. Ja. Weil ich, also wirklich, was ich manchmal zu Recht träume, das gibt von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Das ist mehr skurril als alles andere. Und da fange ich auch gleich mal an. Ich habe vorletzte Nacht ja von dir geträumt, JK. Und zwar habe ich geträumt, dass du mir erklärt hast, dass es darauf ankommt, wie man eine Banane schält, ob sie süß ist oder nicht süß. Da hast du mir erklärt, dass wenn man die nicht oben an dem, Griff ist jetzt ein bisschen doof, aber an diesem komischen, an dieser Stelle, wo man eine Banane öffnet, die obere Stelle. Ja, das ist ja auch interessant. Wo öffnest du eine Banane? Weil es gibt nämlich Leute, die öffnen die unten an diesem kleinen braunen Schnirpsel, also an diesem Blütenansatz. Und es gibt Leute, die öffnen die oben an dem Stiel, wo die Banane an der Rispe hängt. Am Stiel. Siehst du? Und du? Ich auch. Aber ich kenne auch viele, die es andersrum machen. Da bin ich immer sehr irritiert. Ja, ich finde das auch sehr seltsam. Aber du hast mir im Traum erklärt, dass man genau unten an diesem Blütending? Ja. Wenn man die dort aufmacht und sie herunterschält, dass die dann süßer ist, weil aus Gründen. Okay. So, und hast du schon mal, also pass auf, ich habe schon mal in Schwarz-Weiß geträumt. Nee, habe ich noch nie. Da war mein kompletter Traum einfach Schwarz-Weiß und wie so ein Horrorfilm eher so. Und diesen Traum, den habe ich in meiner Jugend oder meiner Kindheit mehrere Male geträumt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich diesen Traum bestimmt viermal hatte. Krass.
Und zwar war das einfach so alles schwarz-weiß, wie so ein Schwarz-Weiß-Film, musst du dir Ja. vorstellen. Ich bin den Weg zu unserem Garten lang gelaufen. Auf einmal kam ein maskierter Mann, hat mich geschnappt und in den Garten von meinen Großeltern, was ja jetzt unser Ja, Garten ist, ja. gezogen. Und mitten auf diesem Gehweg war ein Gulli. Und der hat mich da reingestopft. In den Gulli. Und hat mich in den Gulli Ja. gestopft, den Koffer nach Hause geguckt und hat gesagt: Sag nicht immer, Und meine Antwort war, Und dann bin ich aufgewacht. Aha, hast du als Kind immer War wahrscheinlich, gesagt? ich weiß es nicht, vielleicht, aber diesen komischen Traum habe ich mehrere Male geträumt. Und kennst du dieses, wenn du träumst und im Traum weißt, das ist nur ein Traum, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nur ein Traum? Nee, das habe ich nicht. Bei mir ist es immer, dass ich mich ganz doll dazu zwingen muss, dann aufzuwachen. Also wenn ich so schlimme Sachen träume, Ja. dann muss ich mich dazu zwingen, aufzuwachen. Schaffst du das? Das schaffe ich nicht. Wenn es so Also, richtig schlimm ist, dann ja. ja. Krass. Also rettest du dich quasi selber aus dieser Ja. Gefahrensituation Traum. Ja. Einmal habe ich nachts auch geträumt, dass mein Mann mich betrogen hat. Und dann bin ich aufgewacht. Also ich bin wirklich davon aufgewacht, weil ich so geweint habe. Ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich wach geworden bin und mir lief eine Träne nach. Ja. Und ich war so sauer, dass ich erstmal neben mich geguckt habe und erstmal getreten habe. Geil, du hast es ins Real Life geholt. Voll. Aber das kenne ich, das hatte ich auch schon mal und ich war auch verdammt sauer. Ganz schlimm. Das ist doch scheiße. Das, aber die Emotion, die hast du dann auch eine Weile. Ist nicht vorbei, wenn du aufwachst. Nee, Nee. da bist du noch richtig so, Ja. du Arsch. Obwohl, warte mal, gerade fällt mir ein, während wir sprechen, dass ich heute Nacht doch was anscheinend irgendwie geträumt habe. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiß aber noch, dass ich das Weinen von Martha, was ich im Babyphon gehört habe, in diesen Traum irgendwie eingebaut habe. Und dass Ja. ich ganz lange gebraucht habe, ehe ich wach geworden bin, um zu ihr zu gehen. Kennst du Ja, sowas? das kenne ich auch. Ich Das weiß, heißt, das ist mir auch ich schon kann passiert. jetzt keine Zeitspanne sagen, wie lange das wirklich war. Aber stimmt doch, das fällt mir gerade ein, dass ich dieses Weinen aus dem Babyphon, das steht ja immer bei mir am Ja. Nachttisch, dass ich das irgendwie eingebaut habe, so unterbewusst. Ja. Vielleicht habe ich auch nicht direkt geträumt oder so, aber. Na, du warst wahrscheinlich schon am Aufwachen. Ja, wahrscheinlich. In der REM-Phase. Auch genannt. Rem und Sim. Ja, ich habe auch noch mal. Ich bin auch schon mal lachend aufgewacht, aber richtig doll lachend. Und das ist noch ein Traum, ich kann mich daran immer noch erinnern. Den habe ich auch in meiner Schulzeit geträumt. Da hatte ich meine damalige Grundschulfreundin Madeleine Rühl. Ja. Spitzname Mathe. Mathe. So, und ich habe geträumt, dass ich in unsere Grundschule, in die ich dann Ja. später gewechselt bin, wo wir Ja. uns dann auch kennengelernt haben, ich bin in die Schule gegangen und die stand knietief unter Wasser. Waren auch keine Schüler dazu. Ich dachte so, was ist denn hier los? Bin da durch dieses nasse Foyer gelaufen und guck zur Seite, auf einmal kam mir Mathe entgegen und die war auf einmal ganz dick, Ja. hatte einen knallgrünen Badeanzug an und du kennst da so eine Luftballons, aus denen man so Tiere Ja, formen kann. klar. Und daraus hatte sie so ein Kleid gemacht und eine riesige Badekappe, eine pinke mit Blumen drauf. Ja. Und ich habe sie gesehen und habe so tierisch angefangen zu lachen, dass ich in echt auch gelacht habe und durch mein Lachen wach geworden bin. Krass. Ja, so ein mega witziger Traum. Wie lange du dir auch Träume merken kannst. Bei mir ist das ja sofort wieder gelöscht Nee. irgendwie. Manchmal träume ich auch wirklich vier Sachen. Ja. Also vier verschiedene Träume. Und ich finde es sehr krass. Ich habe dann auch mal recherchiert und dass man ungefähr alle 90 Minuten so eine Traumphase hat. Ja. Und deswegen kann es halt auch sein, dass man so vier bis Viele. sechs Träume hat. Aber meistens ist es ja eher so, dass man im Aufwachen träumt, Ja. ne? Aber trotzdem finde ich immer, so ein Traum Aber fühlt sich kannst du doch dich dann einfach auch an vier Träume erinnern? manchmal ja. Das ist ja krass. Du musst Also, es mal ich aufschreiben. habe zum Beispiel, also es ist wirklich, ich habe auch schon ganz oft geträumt, dass ich einen Notruf wählen wollte und es nicht geklappt hat. Also, dass irgendwo ein Notfall war, Ja. also mit meinem Opa oder mit Ja. oder auf der Straße irgendwas. Und ich habe immer mein Handy genommen und wollte 112 oder 112 Ja. wählen. Und dann war immer wieder entweder eine 1 zu viel oder irgendwie eine falsche Zahl dazwischen gekommen. Und ich konnte nie einen Notruf absetzen. Und bin mal, dachte mal, scheiße, scheiße, ich muss doch Hilfe holen. Und das ging einfach nicht. Das habe ich schon ganz oft geträumt, dass ich keine Hilfe rufen Die konnte. Frage ist ja, wo kommt sowas her? Also ist das vielleicht so eine unterbewusste Angst, wenn du mal in so eine Situation Ja. kommst, dass du es dann nicht schaffst,
irgendwie adäquat Hilfe zu holen? Oder, also, das finde ich ja so erstaunlich. Wo kommen diese komischen Fantasien in unseren Köpfen her? Ich weiß es nicht. Deswegen sage ich ja, vielleicht gibt Ja. es ja mal so einen Traumexperten, der so Schlüsse. Pass Ja, es auf, gibt bestimmt dann kommen da die Traumexperten. wildesten Geschichten Auf raus. jeden Fall. Oder was? Muss ich auch mal kurz sagen? Sorry. Ich habe mal geträumt, dass mir meine ganzen Zähne rausgefallen sind. Dass ich die so richtig doll zusammengedrückt habe und dann sind die so weggeknallt oder ich wollte was essen und habe sie Du, das habe ausgespuckt und ich so. auch ganz oft. Das kenne ich auch. Träum, dass dir das mal keine Zähne mehr hat. Und da habe ich wirklich mal im Internet nachgelesen. Und das ist ein Zeichen, dass man Verlustangst hat. Siehst du? Also laut so einem Traumdeuter-Lexikon. Du, mir taten am nächsten Tag aber auch die Zähne Ja, weil weh. man die so fest Oh zusammenbeißt. Gott. Ich kenne das auch wirklich. Stimmt, vor die knallen Ja, wirklich weg. das Wachst du ist ein auf? Zeichen von Verlust. Also, dass du Angst hast, vor etwas zu verlieren. Na, hoffentlich nehmen meine Zähne. Sagt Dr. Google. Quatschi, Nicht aber verzagen, Google fragen. nicht verzagen, Google fragen, ja. Also, ich finde Träume verrückt. Aber schön, dass wir auch schon mal sowas geträumt haben. Träumt dein Sohn? Ja, der träumt auch und der träumt genau wie ich wilde Geschichten. Witzig. Wilde Sachen. Ja. Ich weiß auch noch, dass ich eine Zeit hatte, da war es so super anstrengend für mich zu schlafen, weil die Träume so skurril waren. Also manchmal fallen mir die auch, also morgens, dann wache ich auf und dann erzähle ich das gleich. Ja. Und dann tagsüber habe ich es dann auch wieder vergessen. Und manchmal fallen mir die auch irgendwie Tage später erst wieder ein. Ja. Aber oft kann ich mich an so skurrile Sachen erinnern. Krass. Ich habe auch schon mal Räubersprache im Traum gesprochen. Jetzt musst du mal erklären, was ist Räubersprache? Räubersprache haben Ich wir glaube, das Mädels. kennen nämlich die wenigsten. Räubersprache ist so eine Geheimsprache. Geheimsprache, ne? Ich hichlefich, spreche hechlefech, Gut. räubhäuplefäu, behelfe, sprach achlefache, hehlefe. Das heißt, ich spreche Räubersprache. Und das haben wir Mädels uns irgendwann mal im Urlaub angeeignet, weil wir dann so übelst cool auch über andere Leute reden konnten, ohne Wir dass haben die es hören. gelästert. Sag's mal, wie es ist. Ja gut, ich wollte es nicht umschreiben, aber ja, wir haben gelästert. Und es konnte nur eine Freundin riechen, konnte das. Und die Ja. konnte uns aber auch nicht erklären, wie sie es macht. Und durchs Hören und immer wieder üben. Genau, haben wir es uns dann angeeignet. Und am Ende Genau. dieses Urlaubes konnten wir alle fließend Räubersprache sprechen. Richtig. Das ist so geil. Ich glaube, wir haben dann sogar noch darüber philosophiert, ob wir das in unseren Lebenslauf als Sprache mit aufnehmen Also, können. geil. Das müsstest du mal spaßenshalber Ich machen. spreche fließend Räubersprache. Ich habe letztens mit den Kids im Hort darüber gesprochen, weil die mich auch meinten, Mensch, wir haben eine Geheimsprache. Ich sage, das ist ja witzig. Ich hatte mit meinen Freundinnen auch ganz viele Jahre lang eine Geheimsprache und wir können sie auch heute noch sprechen. Dann, erzählen Sie mal, was ist denn das und so. Und dann habe ich ihnen auch von der Räubersprache erzählt und habe dann auch irgendwie ein paar Sätze, also ich habe gesagt, sag mal einen Satz und den habe ich dann in Räubersprache gesagt und dann waren die auch völlig hin und weg. Fanden die richtig Da hast du cool. es aber beeindrucken Ja, können. auf jeden Da hast du so richtig fetten Fall. Respekt. Hab's da einen Nee. rausgehauen. Ja, ich finde, sowas ist Und wirklich du hast in mehr. Räubersprache geträumt. Ja, War das zu der Zeit, wo wir das so oft ich gesprochen glaube haben? ja. Ja, siehst du? Ich glaube, das war so. Ja. Da waren wir irgendwie unterwegs. Was ich da jetzt genau gesagt habe, weiß ich nicht, Ja. aber ich habe im Traum mit anderen Leuten in Räubersprache gesprochen. Mir ging es mal so ähnlich, als ich mal so viel Tetris gezockt habe. Habe ich von nachts von Tetris geträumt, wie diese Bausteine. Wie diese Bausteine so ineinander und so. Also ging halt in meine Träume nur um Tetris. Siehst du, das Spiel hat dich schon verrückt gemacht und im Schlaf Naja, weil verfolgt. man sich ja den ganzen Tag mit nichts anderem irgendwie beschäftigt hat, außer mit diesem blöden Spiel. Dann hast du Ich habe es davon nie bis zur geträumt. Rakete geschafft, wollte ich nur mal kurz sagen. Ich? Ja, sonst hätte Ja. ich wahrscheinlich auch nicht davon geträumt. Siehst du, Ja. da haben wir es wieder. Kennst du Marthas Top-Antwort, wenn man sie fragt, was sie geträumt hat? Nein, Das ist sag mal. richtig witzig. Also wir haben morgens immer so ein kleines Ritual, wenn ich bin als Erste wach und wenn Martha dann wach wird, dann lege ich mich noch mal kurz zu ihr, dann kuscheln wir kurz und ich frage, Mensch, hast du gut geschlafen? Hast du was Schönes geträumt? Und wenn sie das dann erzählt hat, dann geht sie los und macht Matti wach. So, und dann mache ich dasselbe bei Matti noch mal, lege mich noch mal kurz mit hin, frage, wie es bei ihm war die Nacht war und ob er was geträumt hat und so. Und Martha gibt mir jeden Morgen dieselbe Antwort. Ja, ich habe geträumt von Erdbeereis in einer Waffel mit bunten Streuseln. Das ist Ihr jede Nacht Standard, ihr ihr Standardtraum. Standardtraum. Siehst du Ja. aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht weiß sie auch noch nicht genau, was ein Traum ist. Kann sein. Siehst du, da haben wir es wieder. Ja. Was ist überhaupt ein Was ist Traum? ein Traum? Das wäre mal witzig. Jetzt fällt mir gerade ein, das wäre mal witzig gewesen, die Kinder in Vorbereitung zu fragen, was ist ein Traum? Wie erklärt ihr Traum? Ja, Das hätten wir mal machen können. wäre Vielleicht das. holen wir das einfach nochmal nach. Wir können das ja, das ist cool. Wir können ja unsere Kinder fragen, können das ja als Audio aufnehmen und vielleicht kann ich das ja noch am Ende mit reinschneiden. Ah, das wäre witzig.
Das machen wir, oder? Ja, Ja, das machen wir. die, Ich die soll mal Träume versuchen, einen folgen. Traum zu erklären. Ich bin witzig, ob es bei Martha mit 3 Jahren schon hinhaut. Mal Na, gucken. vielleicht erzählst du es dir wieder mit dem Eis. Ja. Was ist ein Traum? Na, ganz klar, wenn man so ein Eis hat, sich ein Witzig. Eis vorstellt. So Ja. mit Vorstellungen, ja. Ah, nee, also ich finde es manchmal auch wirklich witzig zu träumen. Also manchmal träumt man ja auch lustige Sachen, aber manchmal habe ich auch so Phasen, da träume ich halt nur Spooky-Zeug. Also so gruselige Sachen. Und ich weiß, es ist auch ein Traum aus meiner Jugend. Da mussten wir irgendwie abhauen. Das war auch alles so mystisch und sind durch irgendwelche Gärten. Ja. Durch Gärten gerannt und haben uns hinter einer Hecke versteckt, weil wir irgendwie verfolgt wurden. Und wir saßen alle und hatten Angst. Ich glaube, das waren sogar die Mädels, die mit dabei waren. Da habe ich die angeguckt und gesagt, bleib mal ganz ruhig. Das ist alles nur ein Traum. Ach, krass. Da dachte ich mir, wie krass. Ich habe im Traum gesagt, das ist nur ein Traum, weil mir vielleicht im Traum bewusst wurde, dass ich gerade träume und schlafe Ja. und nichts Schlimmes passieren Ja. kann. Kennst du auch diesen kurz vorm Einschlafen Zucker? Die sagt, na klar, was ist denn das bei dir? Pass auf, Ja. ich hatte schon mal so einen Zucker, da habe ich gedacht, ich laufe eine Treppe und knicke mit beiden Beinen um. Ich falle immer eine Klippe herunter und knalle an diese, also, wie nennt man denn das? An diese Klippe. Steinkante, Klippe. Ja. Ja, genau. Bei mir ist es immer die Klippe, der Klassiker, die Klippe. Ja, ich knicke immer mein Bein um. Krass. Also mit Das meinen Füßen. hatte ich auch schon lange nicht Oh, mehr. das ist eklig. Wenn der ganze Körper so zuckt, Ja, das ja. ist auch schlimm für den, der daneben Der liegt, dann, ja, weil genau. der dann auch automatisch Ja, wach wird. ja. Nee, ich knicke immer um. Also entweder knicke ich mit beiden Beinen um oder nur mit einem Bein Ja. und falle in die Treppe oder auch einfach auf den Boden. Also einfach mal kurz umfallen. Ja. Abknicken. Mal eine Runde abknicken. Hast du schon mal irgendwie einen richtig witzigen Fancy-Traum? Ich versuche die ganze Zeit drüber nachzudenken, was so die letzten Träume waren, die ich hatte, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich hatte einen Krankentraum. Einen Kranken. Ja, da war ich krank. Ich habe. Da muss ich ja mal so lachen, weil ich weiß einfach nicht, wie kommt es zu diesen Zusammenhängen? Das Ja. ist es ja. Also, ich habe geträumt, wir saßen mit ganz vielen Leuten irgendwie im Garten. Also in irgendeinem Garten, ich kannte den auch Ja. nicht. Mit so einer Veranda, es war alles so ostig. Und dann saß da irgendwie so ein Typ. Und dann hat es auf immer so geknallt. Und er hat sich so an den Hals gefasst und hat gesagt: Oh Gott, was ist denn passiert? Meine Aorta ist, glaube ich, gerade geplatzt. Da habe ich gesagt: Quatsch. Und konnte ich in sein Ohr gucken. Und in Ja. seinem Ohr habe ich gesehen, wie so eine. Wie so eine Blutkonserve zerknallt auf dem Boden lag und ausgelaufen ist. Und dann dachte ich dir, ach du Schreck, ist ja wirklich die Aorta geplatzt. Und dann wollte ich keine Panik machen, ich dachte, pass auf, wird alles gut. Und wollte nach vorne gehen, wollte wieder einen Notruf Notruf absetzen. Was ging nicht. ging nicht. Und dann habe ich immer versucht, einen Notruf und habe da Leute mobilisiert, gesagt, ey Leute, könnt ihr mal irgendwie helfen, ihr wisst, die Aorta weggeknallt. Oh Gott. Wirklich, ich konnte ins Ohr gucken, wie als wenn du durch so einen Spion guckst. Ja. Und dann lag da einfach vor hier so vom Wie bei Fußboden. Es war einmal das Leben. Du warst so eine kleine Polizei, die da Einfach reingekrabbelt ist, um zu checken, was zack, geht ab. wie so eine Wasserbombe, zack, Blutkonserve auf den Boden geschmissen, die lag Boah, da und ist das ist ja wirklich ausgelaufen. schon krank, Ja, Juju. weiß ich auch nicht, was das soll. Also, ich glaube, so ein Traumdeuter wäre wirklich mal nicht schlecht. Wenn mich hier ein Traumdeuter hört, ich glaube, ich wäre interessant. SOS, SOS an den Traumdeuter. Vielleicht sollte ich mal ein Buch über meine fancy Träume Ja, schreiben, du weil musst das dir das war wirklich mal aufschreiben. ein Traumtagebuch. Weil du träumst ja wirklich viel und intensiv anscheinend. Schlimm manchmal. Also was da zusammenkommt. Ja. Ich weiß, woran ich mich wirklich noch ganz gut erinnern kann, ist, dass ich in der ersten Schwangerschaft ganz oft geträumt habe, dass ich es nicht schaffe, mich um das Baby zu kümmern. Oh Gott. Dass ich ganz oft geträumt habe, dass ich nicht in der Lage bin, mich richtig um das Kind zu kümmern. Krass. Dass ich es nicht schaffe, dem regelmäßig die Windel Oh zu wechseln. Gottchen. Dass ich es nicht satt kriege. Daran kann ich mich noch erinnern. Also das scheint bei mir sich irgendwie eingebrannt zu haben. Wahrscheinlich die Angst vor dem Unbekannten, was passiert, Ja, wenn so ein Baby da ist. Das genau. ergibt ja, oh, naja, was heißt, natürlich, also ich Ja, hätte nie doch, daran man. gezweifelt, dass du das nicht schaffst, dich um Ja, Kind aber zu man kümmern, setzt aber sich ja irgendwie doch unterbewusst damit ja, auseinander. Klar. das ist genau wie, wenn man denkt, oh, ob ich das merke, wenn es losgeht und ich Ja, genau. entbinde. Ja. Weil ich mir dachte auch nicht, dass ich das verpasse, Siehst aber du, ja, das verpasst man nicht. naja, never ever. Ja. Also, ja, und hast du auch schon mal, also es gibt ja noch einen so einen Spruch, Tod geträumte Leben lang. Ja. Ich glaube, meine Familie wird alt.
Ich habe schon von so viel Tod geträumt. Also, dass so viele mal gestorben sind. Das war Ehrlich? richtig gruselig. Ja. Ja. Das sind so Träume, die. Da bin ich am nächsten Tag auch mal richtig fertig, wenn ich sowas geträumt habe. Denke ich mir, Boah, Mann, sowas ist was schlimm. ist das denn? Ja. So, irgendwie das, welche skurrilen Sachen und du bist denn dabei oder. Oh, dann denke ich mir mal so, also das sollte man eine gute Nacht nennen da. So, hallo. Ja. Never. Das finde ich Nee, super anstrengend, sowas sowas. ist schrecklich. Ja, ich hasse so eine Träume auch. Also bis jetzt hatte ich gerade, ich muss mal kurz auf den Tisch klopfen. Hatte ich sowas schon lange nicht mehr, aber eine Zeit Ja. lang hatte ich richtig so viele so komische Freak-Träume, Todesträume. Aber dann Krass. habe ich mir gesagt, totgeträumt der Leben lang. Ja, genau. Du hattest den Und Spruch, dann kenne ich auch. habe ich mich auch mit meinem Bruder gestern unterhalten Ja. nochmal, damit er nicht fehlt in der Folge. Und der hat auch erst sowas geträumt, dass irgendjemand stirbt. Und der hat auch immer so verrückte Träume. Das liegt anscheinend in der Familie Ja, irgendwie. ne? Ich müsste halt immer meine Eltern mal fragen, wie die zum Thema Träume stehen. Ja, also schon finde ich immer spannend. Manchmal auch lustig oder manchmal halt auch, wenn man das irgendjemand erzählt, denke ich mir, manche sagen nicht, das kannst du keinem erzählen. Die denken, ja, ich habe ja Vollmeise, aber ich weiß auch gar nicht, wo das halt herkommt. Kriegst du noch zusammen? Dein Freund hat ja letztens so einen herrlichen Traum gehabt, mit den Orcas, wo die Orca-Wale die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Und die wollten alle töten, ne? Genau. Haben die wollten die nicht auffressen oder so? Ja, und kam ich nicht auch irgendwie darin vor? Ja. Ah, nee, das weiß ich nicht. Aber es Wie war auch war denn das? total Das verrückt. war auch so ein krasser Traum. Das Orca hat eine Reportage Ich geguckt. weiß es Also nicht. manchmal kann man sich so eine Sache ja erschließen, wenn Ja, man wirklich genau. sowas Komisches geguckt hat oder so, ne? Genau. Aber nee, genau, gefährliche Orca. War wie so eine Orca-Show. Und die Und sind auch dann alle irgendwie aus dem Wasser gestiegen. Wasser gesprungen, wollten die Leute fressen oder sowas. Hatte ich anscheinend auch. Wie du? Du hattest Ich? denselben Traum? Quatsch, nein. Ach Das wäre, aber so, ich, das wäre das krass. wäre eklig. Stell mal vor, die kleinen Synapsen, die connecten sich. Gott, dann hast du den. Hast du mit deinem Partner denselben Traum? Nee, das wäre zu krass. Nee, das geht nicht. Nee, nee, sowas geht ja auch nicht. Ich stell mal vor. Ja, Mm-mm. soll ich auch geträumt? Was? Bitte? Oh Entschuldigung. Gott. Was machst du denn in meinem Traum? Ja. Nee, creepy Träume, ey. Und, krass, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe eben meine Schlangenohrringe gerade gesehen und dann ist mir das mit der Schlange gefallen. Ich habe ja geträumt, dass irgendwo auf einmal so eine riesen Schlange ankam. Und ich dachte so, ach du Scheiße, habe ich ganz viele Bücher genommen und habe die einfach auf den Kopf fallen lassen und dachte mir so, zack, tot, kann nichts mehr machen. Und im Traum war die dann auch wirklich tot? Im Traum war die tot, ja, Ah die ja. wollte uns angreifen und ich wollte uns beschützen und dachte, wie machst du das? Du kannst ein Vieh ja nicht anfassen. Habe ich einfach hier so mein dickes Tierlexikon und alles Ja. einfach auch so ganz viele Bücher angenommen und einfach auf den Kopf. Aufklatschen lassen. Und eins, das war riesen eklig, da habe ich mal von einem Faultier geträumt. Also, das war, glaube ich, erst ein anderes Tier und das hat hier gewohnt und dann ist es auf einmal auf dem Boden so lang gecreept und dann habe ich mal gedacht, ist das eklig? Dann habe ich es aber mit dem Buffer so zum Tsch-tsch, so husch, husch. Husch, husch. So verjagen und dachte mir so, ekel, weil es einfach so wie so ein Zombie über dem Boden so creep, Weißt du, creep. was mich gerade sehr beeindruckt? Was denn? Dass du dir einfach mal alle deine Träume merken kannst. Ich kann dir von keinem einzigen Traum erzählen, außer so meine bescheuerten Schwangerschaftsträume, wo ich Angst habe, mein Kind nicht versorgen zu können. Und du hast ja einfach die krankesten Träume von Lachen über Tod bis irgendwelche Zombie-Tiere. Ist alles dabei. Ich weiß auch nicht. Ja, ist viel los, du. Aber In wirklich, meiner Nacht ist viel los. dein Kopf scheint sich echt mit vielen Dingen auseinandersetzen zu müssen. Oh Gott, was Ja. ist da passiert? Ja. Welches Tick creept da durch? Eieiei. Mag du mal so Tut, ich mal. glaube, wir müssen die Nummer nochmal aufschlüsseln. Ich glaube, da müssen wir uns mal um Psychologen zugute ziehen. Nein, Ja. ein Traumdeuter. Ein kleiner Traumdeuter. So ein kleiner Traumdeuter. Der sagt, pass auf. Ja. Ich trinke nicht mal Alkohol, daran kann es auch nicht liegen. Nein. Also, ich weiß auch nicht. Ich Naja, weiß es nicht. eine blühende Fantasie. Matti hat mir übrigens einmal von einem, das war auch das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass er wirklich so einen krassen Albtraum hatte, wo er nachts laut schreiend, weinend im Bett saß. Und das war letztes Jahr ungefähr um die Zeit. Da hat er geträumt, dass eine Mücke zu ihm kam, also die war ungefähr so groß wie wir, Oh so wie Gott. ein Erwachsener, und hat gesagt, hä, ich piek dich jetzt. Und davon ist er aufgewacht, weil er so eine Angst hatte und saß wirklich schreiend und weinend im Bett.
Das kann ich Das war ganz verstehen. schlimm. Es war wirklich die erste Nacht seit Ewigkeiten, wo ich ihn mal wieder zu uns mit rübergenommen Ja. habe, weil er sich nicht getraut hat, alleine in seinem Zimmer zu bleiben und da zu schlafen. Ja. Kinderträume, ganz lustig, die sind ja irgendwie so ganz anders als so Erwachsenenträume, ne? Die sind halt noch so, ja gut, da gibt es ein großes Tier oder da sowas Ja. ulkig oder wie sich ein Traum. Also ich weiß, Lenny hat mir auch schon von vielen Träumen erzählt, wenn er mal träumt. Der hat auch schon Albträume. Und da ist irgendwie, sehe ich auch nicht, aber es hat eigentlich viel mit Tieren zu tun. Mit irgendwelchen Tieren oder irgendwelchen Sachen oder dass irgendwas kaputt war. Aber eigentlich auch human. Vielleicht bräuchte ich mal so einen Kindertraum als Abwechslung. Ein Kleinkindertraum. Ich mal geträumt, dass mich eine Riesenmücke. Na, aber wobei es auch eklig, wenn die riesig ist. Ja, Wie stell das mal mal jetzt. vor, da kommt halt so ein riesenlanger Piekrüssel. Oh Wie Gott. so ein Elefant und dann zack in den Ja. Arm und so ein Elefantenrüssel. Oh, eine elefantengroße Mücke. Ja, das ist creepy. Das ist wirklich krass. Creep, creep, creep. Nee, schön, ja. Also, es sind jetzt nur die Sachen, die mir wirklich spontan eingefallen sind. So ein kleiner Ausflug in Jujus Köpfchen. Willkommen. Ja, herzlich Willkommen, willkommen. tretet ein. Euren Namen weiß ich leider nicht, aber Hey. kann mir nämlich wirklich keine Namen merken. Ich weiß nicht, was wir schon mal erwähnt haben. Nee, ich glaube, dieses Phänomen hatten wir noch nicht, aber jeder, der Juju kennt, weiß, dass sie sich keine Namen merken kann. Ich kann mir wirklich sämtlichen Quatsch, Schwachsinn merken. Ich kann mich an Gespräche erinnern, die vor Jahren stattgefunden haben und mich an den Wortlaut erinnern. Fragst du mich nach einem Menschen? Also, weiß ich es nicht. Entweder weiß ich den Namen und die Gesicht nicht oder die Gesicht und den Namen nicht. Oder auch wenn wir mit diesen Personen früher in unserer Jugend zu tun hatten, Ja. lösche ich die einfach raus. Ja. Also, einfach weg. Weg. Kann ich wirklich, wenn mir jemand den neu vorstellen würde und den Namen Kai-Uwe, würde ich glauben, ja, das ist Kai-Uwe. Alles klar. Das kann ich mir echt Du nicht merken. schaffst Platz für deine Träume. Ja, für meine Träume und irgendwelche schwachsinnigen Gespräche oder auch ernsthafte Gespräche. Also manche Sachen, die speichern sich irgendwie in meinem Gedächtnispalast ab. Ja. Und manche Sachen, die sind Schall und Rauch. Du merkst dir auch die krankesten Sachen. Also, Ja, du das ist kannst dir wirklich auch schlimm. wirklich so belanglose Scheiße merken, die jeder von uns irgendwie weglöscht. Ist doch meine Geheimwaffe. Die weißt du noch. Ja. Manchmal auch gut. Manchmal bin ich auch selber erstaunt. Dann dachte ich mir, vielleicht müsste man, wenn man das irgendwie umwandeln könnte, dass ich mir auch wichtige Sachen mal merken könnte. Gedächtnistraining. Ja. Gehirnjogging. Oh Gott, das ist so, Neumodern. so rentnermäßig. Warum ein So. bisschen Gehirnjogging, so ein kleines Klingt Kreuzworträtsel. zu Doku. Oh Gott, ich hasse so Doku. Das Klingt ist zu mir wirklich Doku. so, was ist mir zu doof. Also Klingt. so Rätsel, so Ja. Logiksachen oder sowas finde ich ganz cool. Oder wo man irgendwas rausfinden muss, mehrere Schritte, so. Ja. Das finde ich cool, aber hier so Doku. Sorry, ey, da kannst du mir auch ein Mandala geben. Das mag ich. Mandala aus mir finde ich gut. Ja, das hat für mich aber den gleichen. Also Mandala, okay, da malst du wenigstens was aus, Ja. aber so ein, nee, so Doku, Gott. Wir haben im Hort so ein cool, also da haben wir wirklich ein cooles Sudoku. Das ist so ein Holzbrett. Und anstatt Zahlen haben wir da so Glitzersteine in so kleinen Holzbrettchen eingelassen, so bunte Glitzersteine. Und die musst du dann halt sortieren. Das würden wir schon eher ansprechen als Zahlen. Siehst du? Ist alles nur eine Frage des Marketings. Tja, hätten sie mir sowas mal angeboten. Aber für meine Schüler zum Beispiel nehme ich auch gerne Logikills. Aha. Logikills sind Aufgaben, wo man wirklich alles lesen muss. Also man muss das komplette Blatt, Arbeitsblatt Ja. beachten, weil da ist dann also wirklich geht immer ein Text und unten ist eine Tabelle, die muss ausgefüllt werden. Und manche, die gucken sich das an und fangen einfach an, vorne auszufüllen. Aber das ist es nicht. Weil da steht, dann zum Beispiel zwischen dem gelben und dem roten Kästchen oder das mittelste Kästchen ist das rote Kästchen. Zack. Rot liegt direkt zwischen grün und gelb. Dann weißt du, okay, daneben kommt das und das. Und dann Ja. nur die roten haben eine 5 oder was. Oder sämtliche Ja, Fragen, Tiere ja. und Pilze, weiß ich was. Und die finde ich total cool. Weil die immer erst sagen, was ist denn das hier für ein Pipi-Arbeitsplatz? Dann sage ich, sprechen wir uns in 5 Minuten Wartet mal nochmal ab, wieder. ja. Und das ist richtig geil. Da sind die richtig am Rätseln und Kopfqualmen, siehst du. Das ist Die finde cool. ich gut. Ja. Logikills sind 1A. Na, vor allem ist ja auch anspruchsvoll, wenn du Ja. wirklich auch Zusammenhänge erkennen musst. Du musst strukturiert vorgehen. Ja. Das ist richtig gut. Und ich habe mir die mal von einer Kollegin kopiert, aber ohne Lösungsheft. Ja.
Mit Absicht nicht, weil ich die alle alleine lösen wollte und bis jetzt habe ich auch alle mal lösen können. Sehr schön. Wo manche Kollegen auch, wo man denkt, so Mensch, naja, komm, das ist so, oh, viele Kollegen hier, denn, ich weiß ja nicht, wie es Ja. funktioniert, hast du ein Lösungsblatt, ist und das habe ich noch nicht fertig. So muss ich erstmal noch fertig machen. Weißt du, Macht wo ich Spaß. letztens richtig gelacht habe, fällt mir gerade bei Lösungsblatt ein. Ich mache so regelmäßig Umfragen bei meinen Gruppenkindern, was sie sich wünschen. Ja. Und letztens kamen Erstklässler an und haben gesagt, sie wünschen sich von mir Mathe-Malblätter. So, weißt du, was Mathe-Malblätter sind? Ja. Ja. Und ich sage, alles klar, kein Problem, finde ich richtig gut. Euer Wunsch, gehe sofort runter ins Erzieherzimmer und druck euch ein paar aus. So, und gebe halt einfach irgendwie bei unserem Computer hier Mathe-Malblätter ein, bla bla. Krieg halt direkt eine Seite, druck mir das aus und habe halt gar nicht, also habe halt gar nicht so richtig geguckt, was, wie viele Seiten das sind, die ich ausdrucke quasi. Sondern habe gesehen, okay, das sieht gut aus, also das ist, haben die sich gewünscht, bla, druck ich aus. Und da kriegst du selbst für Mathe-Aufgaben im Zehnerbereich, also plus, minus bis zehn, Lösungsblätter? Lösungsblätter mit. Siehst du? Also, Für die ganz einfachen ja, Leute. sorry. Also, weißt du, ich fand das so krass. Ich dachte mir, Ja. war, wozu muss ich da jetzt noch ein Lösungsblatt mitliefern? Ja, das ist schon krass. Aber wiederum, vielleicht nicht für dich, sondern wenn du das als Stationsarbeit machst und die Kinder selbst kontrollieren sollen, dass sie es danach als Lösungsblatt nehmen und kontrollieren können, habe ich das alles richtig ausgefüllt. Ja gut, aber ein bisschen Arbeit kann auch der Lehrer auch leisten, oder? Aber okay, hey, alles gut. So macht man das vielleicht. Manchmal auch nicht. Der eine macht's, der andere nicht. Ich bereite auch gerne Lösungsblätter vor. Ordentlich, die laminiere ich dann mit einem anderen Hintergrund und die dann die Aufgaben. Ah ja, da bin ich schon ein bisschen. Mache ich gerne sowas. Ja, Aber rumtüfteln. am Rumtüfteln. Wenn ich mal nicht gerade um einen kuriosen Traum habe, dann tüftel ich auch gerne in meiner Freizeit mal rum an Arbeitsblätter. Sehr schön. Schön, JK. Dann hoffe ich, dass du heute schöne Träume haben wirst. Ja, Juju, ich wünsche dir schöne Träume. Ich finde, bei deinen kranken Träumen kannst du unseren Zuhörern mal bitte morgen ein kleines Update schicken, was du geträumt hast. Das mache ich. Und dann träume ich nichts. Pass mal auf. Also es kommt auch vor, dass ich mal nichts träume, aber das ist eher selten. Ja, wir Ja, machen das. ich geb ein Update. Pass auf, wir machen so abschließend, wir befragen unsere Kinder zu träumen, das hängen wir an, Ja. das schneide ich noch mit ran und ich schneide deinen aktuellen Traum von dieser Aufnahmenacht mit ran. Vielleicht habe ich noch mal eine Story rein. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Also bleibt dran, hört zu, Träumt gut. schlaft schön und träumt was Schönes. Bis deine Antenne. Wir sind raus. Tschö mit Ö. Matti, erklär uns doch mal, was ist ein Traum? Also, ein Traum ist was, was man im Kopf denkt. Ob es das nicht gibt. Und wann träumt man? In der Nacht. Ah ja, okay. Und was hast du heute Nacht geträumt? Was ich heute Nacht geträumt habe, dass ich alleine einkaufen musste. Ja. Und dann habe ich das Geld oben vergessen und dann bin ich aufgewacht. Oh, da hast du geträumt, dass du einkaufen gehen solltest und du hast das Geld vergessen. Ach Mann. Von dir. Ach Gott. Ja, jetzt erzähle ich. Und jetzt erzähl du, Martha, was hast du geträumt? Also, was ist ein Tierarzt? Ein Tierarzt hat Zähne, frisches Maul und noch ein Pavian. Und was hast du geträumt heute Nacht, Martha? Was ein Tier so macht. Du hast heute Nacht von Tieren geträumt. Ja, was ein Tier so macht. Und was machen Tiere so? Die spielen gerne. Ja, die spielen gerne. Ja. Und hast du auch wieder von deinem Lieblingseis geträumt? Ja, von Zucker in der Waffel Ah ja. Und weißt du, was ein Traum ist, Martha? ja. Was denn? Da liegt man im Bett und träumt von was.